Ja, hallo und willkommen zu einem Let's Play hier auf meinem Kanal. Final Fantasy 3. Ich freue mich sehr drauf. Ich habe auf meinem Kanal auch sozusagen jetzt einen Neustart begonnen, kann man sagen. Das will ich kurz überspringen hier. So, Dankeschön. Ja, lange ist auf meinem YouTube-Kanal nichts drauf gewesen, weil ich halt nicht so viel Lust hatte, weil ich auf Twitch lieber unterwegs war und ich habe aber gemerkt, so der Naoamagi, er vermisst es schon, Naoamagi zu sein und will jetzt eigentlich gerne weiter hier auf YouTube Let's Plays machen und es mir anstrengen, dass Leute ihn finden, dass er Leute findet und so weiter. Also beginnen wir mal mit dem Game, drücken auf neues Spiel und wow. Ja, ouch. Ich habe das Loch dort gar nicht gesehen. Wo bin ich nur hineingeraten? Ein Waisenjunge, der bei Nina und dem ältesten Topapa im Dorf Ur aufwuchs. Seine Neugier und Abenteuerlust lassen ihn in ein Loch fallen, das es bei den riesigen Erdbeben auftat. Das ist Lunette. Ich werde die Charakter so benennen, wie sie auch eigentlich heißen. Ach, wir müssen einen Tick leiser mal. So. No! Jetzt haben wir hier drei Goblins. Goblin, genau. So, das Kampfsystem ist das... ist rundenbasiert, glaube ich. Das müsste hier rundenbasiert sein. Ja, das ist ein rundenbasiertes Kampfsystem. Wir haben hier Angriff, Magie, Verteidigung, Items, Rüsten. Rüsten ist, glaube ich, ja, die Rüstung ändern sogar. Oh, nicht schlecht. Hinten ist, glaube ich, dass wir zu der hinteren Reihe gehen. Wenn wir zu der hinteren Reihe gehen, dann erleiden wir weniger Schaden, machen aber auch weniger Schaden. Bei Fernkämpfer ist es praktisch, weil die machen gleich viel Schaden. Bei Nahkämpfer ist es aber so, die machen auch weniger Schaden. Sonst halt Angriff, normal Angriff mit der Waffe, Magie, können wir Magie einsetzen, wir haben noch nichts. Dann Verteidigung, verteidigen wir uns, Items, können wir Items einsetzen, haben wir auch noch nichts. Ja. Das war's, Angriff. So, erstmal hier. Schön immer wegschlitzen. Und noch ein Angriff. Bam. Schön. Oh, ich liebe die Fanfare von Final Fantasy. Also die Siegesmusik. Waren das Monster? Wieso habe ich bloß das Gefühl, dass es hier nicht sicher ist? Wieso bloß, Lunette? Wieso bloß? Ich muss gerade noch ein bisschen auch gucken. Ah, da ist die Uhrzeit. Den ersten Part werde ich sehr wahrscheinlich so um die, schätze mal, 25 Minuten machen. Danach wird es 15 bis 10 Minuten Parts geben. Dafür gibt es aber jeden Tag halt einen Part. Die Truhe enthält Lederschild. Das ist einfach so, damit ich halt schön viele Parts habe auf meinem Kanal, sage ich mal. Damit die Leute, die auf meinen Kanal kommen, auch kurze, knappe Parts haben und mal kurz reinglupschen können, woran sie hier geraten. Ja, das war's. So werden wir es ungefähr machen. So. 10 Gil, 1 EP, wunderschön. Dieser Felsen sieht merkwürdig aus. Drücke Set, um tiefere Einblicke zu gewinnen. Okay, wir können Set nicht drücken, deswegen, probieren wir verschiedene Tasten. Ah, warte mal. Nee. Ja. Wenn wir die L1-Taste benutzen, ich spiele mit einem PS3-Controller, dann können wir das sehen. So, dann drücken wir hier was. Und oh mein Gott, es öffnet jetzt was. Schön. Kann man, warte mal, näher ranzoomen, geht's hier. Okay. Ah, schön. Kannst du wieder rauszoomen, irgendwie mit L1. Schön. Oh, Langschwert. Müssen wir mal gleich ausrüsten, auf jeden Fall. Und ein Schaden. Wunderschön. Ja, ich habe diesen Final Fantasy Teil auch gespielt. Also bei mir wird, glaube ich, so gut wie kein Final Fantasy Teil der älteren Generation blind sein.
Ich hab den 4. gesagt, den 5., 6., 7., 8., 9. und so weiter. 10. auch, 12. auch. Einfach alles. Ich liebe Fallen Fans über alles. So, rüsten. Ah, Messer, nehmen wir Langschwert. Nehmen wir dann Lederschild oder Messer, mehr Schaden. Ne, erstmal Lederschild. Erstmal schöne Rüstung haben, wisst ihr, ne? Denn Rüstung ist nun mal Rüstung, weniger Schaden und so, ne? So, Konfekt. Ah, Soundeffekte. Ist mir gerade ein bisschen zu laut, wenn ich erst bin. Ja. Oder warte mal, 8. Ja, 8 ist super. Okay. Hier haben wir den Cursor. Hast du bewegen, gehen oder rennen? Text schnell, das ist schön. Ja. Jetzt rennen wir immer, oder? Ah, schön. So. Dann haben wir hier einen Antarktis-Wind. Den werden wir auch gleich benutzen, auf jeden Fall. Das ist ein Item, wo wir eine Eisattacke ausführen. Halt, kann man sagen, ein stärkeres Eis. Grenzt schon an das Eis Ra, aber sag mal, es ist ein stärkeres Eis. So. Will ich schön Schaden machen. Schön angreifen hier und bam. Ich spiele hier die Steam-Version. Das ist hier die Steam-Version. Ich habe auch die Nintendo-Version, sogar auch das Originale halt, also das Japanische, habe ich da mal umgesetzt in das Deutsche. Also ich nicht, sondern ein anderer, ne? Aber ich habe es umsetzen lassen. Und das werde ich auf jeden Fall irgendwann mal streamen, sage ich mal. Weil das unterscheidet schon ganz schön und fürs Let's Play ist es schön, wenn man diese Version hier spielt, denke ich, meine ich, finde ich. Und ich hoffe gerade, dass ich einigermaßen Let's Playen kann hier gerade für euch. Dass es euch gefällt. War also schon sehr lange her, dass ich Let's Played habe. Klar, ich habe mal jetzt zwei Final Fantasy 9 Parts aufgenommen und ein Amago Part. Eine Quelle. So seltsame Farben. Trink ich mal davon was. LP und MP wiederhergestellt. Schön. Ja, Amago, wer es nicht kennt bei mir auf dem Kanal, das ist ein Projekt, was ist. Hat immer wieder Einführung. Also, es kommt immer wieder. Und ich werde einfach so. Halt Games random präsentieren euch. Ich werde einfach mir random so ein Game holen und ein Video drüber machen, wie ich es finde und so. Mal ein bisschen antesten, anspielen. Ja. Weil mit so einem Projekt will ich meinen Kanal ein bisschen, ja, frisch erhalten. Ein bisschen mal Frische reinbringen, ne? Nicht dasselbe, wisst ihr. 15 Kill erhalten, 6 EP erhalten. Schön. So. Rüsten? Ja. Haben wir nichts da bekommen? Nee, ne? Nein. Messer? Nö, nö, nö. Das passt schon so. Das ist schon so okay. Wir gehen jetzt hier rein. Was ist das? Eine grässliche Kreatur greift Lunette an. Ja, da haben wir jetzt eine Riesenschildkröte. Wir müssen aber das Item Antarktis. Erteilt Eisschaden. Landschildkröte. Okay. Antarktis? Wind? 38 Schaden. Ist, glaube ich, für diesen Gegner schon ordentlich. Mal sehen, Angriff. 13. Also, das ist schon ordentlich gerade hier für uns. Was wir benutzen. Wir können es auch so mit normalen Outlets schaffen. Würde aber, wenn ich ehrlich bin, sehr lang dauern, müssen wir grinden und hätten wir die Gefahr, dass wir sterben hier. Also man kann ja auch nicht über das Gegner sterben, wenn man kaum grindet und ja. Schwach auf Brust ist und das nicht einsetzt. So haben wir ihn besiegt. Alles easy, alles Töfte. GG.
500 Gil erhalten, 20 EP erhalten. Berufsstufe von Lunette ist gestiegen. Zu der Berufsstufe und so komme ich etwas später. Hat das gerade geleckt? Warte mal. Ich kann hier keinen Special Effects machen. Versuch mal ein bisschen was. Du wurdest erwählt. Nee, bringt gar nichts. Okay. Wer ist da? Wer bist du? Krieger aus dem Land der Dunkelheit. Du wurdest auserwählt, Bringer der Hoffnung. Dieser Kristall, sprichst du mit mir? Die Dunkelheit droht, die Welt zu verschlingen. Das erinnert mich irgendwie an Power Rangers. Kennt ihr noch irgendwie so dieses Hologramm, irgendwie dieses kristallartige Kopfwesen da, was mit den Leuten da geredet hat? Wenn das Licht einmal verloren ist, gerät die Welt aus dem Gleichgewicht. Was redest du da? Du musst sie finden. Diejenigen, deren Schicksal mit deinem verbunden ist. Wenn du sie aufwendig machst, werdet ihr unsere letztes Licht, unserer letzte Hoffnung erhalten. Nun geh. 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 Was? Moment. Das verstehe ich nicht. Was ist hier nur los? Ich bin zurück auf der Oberfläche. Was hat die Stimme gesagt? Licht, Dunkelheit, unsere letzte Hoffnung? Was hat sie wohl damit gemeint? Naja. Fuck off, wir gehen erstmal in unser Dorf rein. Aber warte mal, zuvor... Speichern. Ich überschreibe mal das. Das war nämlich ein Spielstand von Stream. Hab das mal so angestreamt, wollte dann aber die Nintendo-Version streamen, aber naja. Jetzt will ich die Version hier streamen. Let's Playen. Ich glaube auch, ich bin fürs Let's Playen eher gedacht, wenn ich ehrlich bin. Lunette, die Ältesten warten auf das. König Susannes Schloss liegt westlich von hier. Er herrscht über die von den Parmenibergen eingeschlossenen Lande und über dieses Dorf. König Sasunes. Ja, Sasune, Sasuke. Du verlässt unser schönes Ur, nicht wahr? Hab ich noch nichts von gesagt. Die Dorfbewohner reden von nichts anderem. Hä? Nimm die Potion in dem Brunnen. Mega Secret hier. Dann nehme ich mal 1, 2, 3. Wunderschön. Jetzt haben wir hier ein Inn. Gott! Oh, hallo, Lunette! Lass mich für dich tanzen! Yay! Yay! Wunderschön! Wer bist du? Wenn du auf eine gefährliche Reise gehst, musst du daran denken, Antidote und Augentropfen mitzunehmen. Okay. Hey, würdest du mir ein Lied auf dem Klavier spielen? Ja.
Wie war es? Hab ich's doch. Was will die von mir? Wer bist du hier? Barkeeper? Der redet nicht mit mir. Der will nicht mit mir reden. Unerhört. Blödes Erdbeben, ich kann nicht zurück nach Kanan und so, weil ein riesiger Felsen den Eingang in den Nelftal versperrt. Und so. Hallo? Ich wollte, dass du auf Reisen gehst. Doch zuerst solltest du dich ausruhen. Du darfst ja jederzeit übernachten. Danke, nicht nötig. Was ist mit dir? Lasst mich etwas über euren derzeitigen Beruf erzählen. Freiberufer können zwar schwache Zaubersprüche anwenden, doch sind ihre Basisattribute ziemlich niedrig. Okay. Berufe will ich noch nicht so hier eingehen, das kommt erst ein bisschen später, sag ich mal. So, ich glaube in Sachen Schwerter und so, ne, da haben wir schon das Langschwert, ja, schon ordentlich. Ein Bogen könnten wir auch mit Pfeil. Ja, nett, aber ich spare mein Gil. Dann wer den Gil nicht schätzt, ist den irgendwas nicht wert. Aber hier Bronze, Armschutz hier und Lederrüstung, ey. Lecko, okay. Ich bin irgendwie komisch drauf heute. Lederhut, Lederrüstung, Rüstung ohne Ende. Wir sind hier der Megatank. Wir können uns gleich hier mit Bahamut anlegen. Zu wissen, wenn es Zeit ist, Fersengeld zu geben, ist das Wichtigste in einen Kampf zu fliehen. Drücke im Kampf M. Übrigens kannst du die gesamte Befehlsliste einblenden, indem du den Zeiger hoch und runter bewegst. Nein! Das sind ganz komisch, die Leute hier. Oh Gott. Du bist gekommen, Lunette. Du bist also der Auserwählte. Du musst verstehen, dass deine Begegnung mit dem Kristall kein schierer Zufall war. Es war vielmehr der Wille des Kristalls. Du wurdest auserwählt. Ja. Auserwählt? Wofür? Ich verstehe nicht. Vor langer, langer Zeit überreichte mir ein Reisender ein neugeborenes Kind. Sein Gesicht war schwarz von Ruß und seine Kleidung nur verbrannte Fetzen. Und das Kind in seinen Armen. Das warst du. Du warst so hässlich. Schon als Neugeborenes warst du vom Kristall auserwählt. Nun musst du dich auf deine Reise begeben. Nimm deine Kraft, das Licht, das du in deinem Herzen trägst, und benutze sie weise. Okay. Tschüss. Nun? Oh. Ja? Es gibt keine Geister? Dann geh doch hin. Dann geh doch hin und beweise es uns. Es traust du dir wohl nicht, du Angsthase. Dieser Waisenjunge wuchs ebenfalls bei Topapa auf und ist der beste Freund von Lunette. Doch statt durch die Wildnis zu streifen, liest er lieber ein Buch. Und sein großes Wissen macht seine Schüchternheit allemal wieder wett. Das ist arg. Arg, was ist hier los? Das ist Lunette! Lasst uns schnell verschwinden! Hey, warte mal, Arg! Renn doch nicht weg! Ich bin kein Angsthase, aber ich muss stärker werden. Ich kann Lunette nicht immer um Hilfe bitten. Nein. Ich muss es ihnen allen heimzahlen. Ich sag mal, ich erkunde noch das Dorf hier zu Ende. Und dann werde ich den ersten Part auch mal beenden hier. Oh, Gegner.
Ein Goblin! Na komm her, du Goblin! Es gibt dir mal hier einen Sidekick. Bam! Weißt du, schön arrogant stehen wir da. Ein EP bekommen. Schön. Oh, nur alte Leute. In Dörfern und Verliesen gibt es Schalter, die verborgene Gänge freilegen. Du musst genau hinschauen, um sie zu entdecken. Sieh dir die Kerze dort an. Wenn du nah genug heranzoomst, dann siehst du es funkeln. Das zeigt dir, dass es dort mehr gibt, als man vermuten mag. Dankeschön. Antidot gefunden. Schön. Antidot. Schön. Ja. Darf mir die Sachen nehmen? Benutze stets die Zoom-Funktion der Kamera, denn man weiß nie, was man sonst übersieht. Dann bedien's mich mal, ne? Oh yeah. Augentropfen. Vita. Zauber. Langschwert. Dolz. Phönixfeder. Was zum Wiederbeleben. Na, das ist auch schön. Aber ich denke mal, das war jetzt ein guter erster Part, wie ich es finde. Wir haben einiges entdeckt, das Dorf, also den Tastatur hier gemacht, kann man sagen. Ein Dorf erkundet, schön. Einmal einen draufgegeben. Ja, ich bin zufrieden. Berufsstufe ist gestiegen, herrlich ey, was will man mehr in einem Part? Ich werde noch kurz mal hier durchgehen. Und dann werde ich vorm Dorf speichern. Werde mir mal angucken, wie der erste Part so war vom Audio her. Ich denke mal, ganz okay, hoffe ich mal, denke ich mal. Oh, Normalstufe gestiegen. Dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal, sage ich schon mal. Ich wünsche euch da mal einen schönen Tag. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren... ja, wissen lassen, wie es euch gefallen hat. Könnt gerne liken, wenn ihr wollt. Und ich sag dann mal tschüss, euer Nauer Magi.